Gruppiert euch um Amkal. Okay, das werden wir machen. Mich interessiert vor allem auch, wer dieser komische maskierte Priester ist. Weise Wahl. Das interessiert mich wirklich sehr. Denn wir haben ihn jetzt schon mehrfach gesehen, wir haben ihn mehrfach bekämpft. Fluchrüstung, es besteht die Chance, dass jeder Feind, der euch angreift, durch Blutung, Beeinträchtigung, Schwäche und Schweigen geschädigt wird. Alter. Wir müssen mit Tahar auf jeden Fall noch die Konstitution weiter voranbringen, damit wir diese mega fette Rüstung tragen können. Aber so eine Truhe bekräftigt mich eben in meinem Glauben, dass es sinnvoll ist, wenn man hier nochmal eben kurz über die Karte guckt. Alles klar. Weil es eben sein kann, dass uns ansonsten solche Fundstücke durch die Lappen gehen. Blutkocher, Forschungsband, Schlachtenrausch. Orkische Verwüster geraten in Raserei, wenn sie verwundet sind, geraten sie unter 25, erhöht sich ihre Angriffsgeschwindigkeit um 25%. Schauen wir uns das mal an. Gut. Da oben wäre auch noch was, aber wir gehen jetzt erstmal hier in die Mitte. Bei der Reinheit war bestimmt auch noch was, 100 Pro. Gut, das klingt vernünftig. In Ordnung. Es klingt vernünftig, da ist auch noch was. Ich werde schnell sein. Ah, hier haben wir die Einheiten. Da ist der Trommler und das ist also der orkische Schamane. Spiegel der Elemente. Oh, der ist gut. Feuer und Eis. Talismane Schwächung, schließende Flammen, Forschung Wildheit. Orkische Speerkämpfer haben die Chance, ein Ziel mehr bei einem Angriff zu treffen. Okay. Ja. Zarach führt mich. Ich meine, klar, die Forschungspläne könnte man auch kaufen, aber ihr wisst, wie teuer das ist. Und ihr wisst, wofür wir das Geld viel lieber ausgeben würden. Nämlich für Waffen und für diese Tränke. Ihr wisst schon, diese besonderen Tränke, die unsere Attribute erhöhen. Und ich habe jetzt auch hier, ehrlich gesagt, mindestens mit 2 Stunden gerechnet. Weil das bei Altalayas ja im Prinzip auch war. Wobei man da sagen muss, da haben wir ja auch wichtige Gespräche geführt und wichtige Charaktere kennengelernt. Das haben wir jetzt hier eigentlich nicht. Okay, den Plan habe ich offenbar schon. Die können alle verkauft werden. Natürlich. Hier war doch ein Sippenfresser irgendwo in der Nähe. Da gibt's noch was zum Looten. Ich lasse meine Truppen jetzt erstmal da. Was kann mir denn jetzt schon noch Schlimmes passieren? Huch. Ein Inferno-Golem, 3800. Okay. Okay, der ist wirklich nicht schwach. Da sollten wir unseren T3-Units vielleicht mal helfen, denn auch wenn der orkische Kriegstroll 2800 Leben hat fast, Angriff, verstanden. Ich werde wird das nicht unbedingt ausreichen, um diesen Inferno-Golem zu besiegen. Mach dich mal zum Sippenfresser, Gor. Sehr nice. Und hau drauf. Ja. Das Ganze bringt mir nette 400 Erfahrungspunkte. Wie er befehlt. Alles klar. Es wäre ja schön, wenn wir hier Stufe 20 würden. Denn dann können wir beispielsweise Iria ihren Attributspunkt vielleicht geben. In Ordnung. Na, sieh mal einer an. Wodurch sie dann endlich diesen epischen Bogen tragen könnte. Verstanden. Der ja auch ziemlich gut war. Verstanden. Wir gehen jetzt erstmal hier in die Richtung. Überall die Orks der Aschewüter. Wie ihr wünscht. Auch hier hatten sie ein Lager. Und einen Gottstein. Aber der Bargagor wurde echt mega mit Krieg überzogen jetzt, ey. Das ist echt.
Echt krass, aber Gor hat es selbst gesagt. Die größte Horde, die man hier je in Nordhander gesehen hat. Und das wiederum wird die Orks auf jeden Fall stolz machen. Denn bei ihnen dreht sich ja viel um Stärke, Respekt. Generell das Gesetz des Stärkeren. Guter Plan. Ja, finde ich auch. Ist ein echt guter Plan. Da ist nichts mehr. Vielleicht müssen wir ja in diese Höhle nochmal zurück. Okay, hier war der Sumpf. Für die Feuerzähmer! Oh, der Verdammten. Ich habe meine eigenen Zombies. Da kommen sie. Und das sind echt starke. Wie viel Gold haben wir? 24.000, okay. Interessant. Ah, schauen wir uns das mal an. So, versteinerte Großaxt und Waghauttonister. Also auch da wieder ein neuer Forschungsplan. Das ist im Prinzip, was wir jetzt gerade finden, bares Geld, weil wir das Geld wiederum nicht ausgeben müssen für die Forschungspläne. Ah, das ist der Tornister Level 2. Verstehe. Verstehe. Wer kämpft? Da ist gerade irgendetwas explodiert. Ah, das waren wahrscheinlich die Zombies. Neutralisiert. Was ist das für eine heilige, größere mutierte Tarantel? Heilige Spinne. Verstanden. Hat die gerade echt 300 Erfahrungspunkte gegeben, so eine kleine Pissspinne. Der Troll hat sich voll weggeboxt, ey. Vom Allfeuer durchdrängt? Was? Was wollt ihr? Diese Spinne war vom Allfeuer durchdrängt? Okay. Macht euch bereit. Dann ist sie wohl der nächste Zirkelmagier. Balrak, einer unserer Helden ist gefallen. Das ist schon okay. Die holen wir uns wieder. Kommt schon, das ist noch nicht vorbei. Natürlich ist es noch nicht vorbei, es ist noch lange nicht vorbei. Sehr schön, was haben wir hier? Wir haben einen rostigen Morgenstern. Endlich ist unsere Armee und unsere Schlagkraft komplett. Mit diesem rostigen Morgenstern wird uns die Reinheit nicht mehr aufhalten können. Ich überlege gerade, vielleicht ist das ja auch noch gar nicht das Ende der Karte. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Vielleicht schicken sie uns ja tatsächlich noch wieder in diese Höhle zurück, weil wir da jetzt irgendein Gottes-Zarach-Ritual abhalten müssen oder so. Ich würde es nicht vollkommen ausschließen. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Jetzt kommen wir hier zum ehemaligen Lager der Reinheit. Da unten war ich leider noch nicht. Wobei, da kann ich auch eben Einheiten vorbeischicken. Was? Euch. Geht ihr mal hier hin. Kleiner Spaziergang der Truppen. Die Heerschau beginnt. Welcher Ork hat da gerade hingerotzt? Solch ein Benehmen, solch ein frevelhaftes Benehmen kann ich doch nicht gutheißen. Wie ihr wünscht. Zarach führt mich. Ist hier unten vielleicht noch was? Ich werde schnell sein. Das klingt vernünftig. In Ordnung, wie ihr wünscht. Kann alles sein. Nee. Dann gehen wir wieder hoch. In Ordnung. Hier ist auch noch ein Lager. Oh. Zarach führt mich. Da oben. Hier auch. Gut, das klingt vernünftig. Hier sind auf jeden Fall noch Mobs. Und die sind also vom Allfeuer durchtränkt, oder was? Was hat sich Lakaien denn dabei gedacht?
Verstanden. Balrak, einer unserer Helden ist gefallen. Ich sollte vielleicht besser auf Yana aufpassen. Damit der Guten nichts passiert. Und entweder die Auren wurden geschwächt. Oder die Gegner werden tatsächlich viel stärker. Für die Feuerzähmer! Verstanden. Hä, warum heilen die sich denn? Alles hat ein Ende. Kommt schon, das ist noch nicht vorbei. Wir hacken hier jetzt mal ein paar in die Gottsteine. Dann können sie die Auferstehungsladungen wieder interessant ein bisschen aufladen. Falls sie das jetzt überhaupt noch machen, ich habe keine Ahnung. Da ist auch noch eine Truhe. Kein Forschungsplan, ich bin entsetzt. Wie witzig schnell der Troll einfach rennt. Ich werde es tun. Oh Gott, es ist ein Sippenfresser. Oh nein. Nee, es ist gar kein Sippenfresser. Wie heißen die noch? Scheuigkeit, genau. Was? Dann habe ich das vorhin auch schon verwechselt. Aber sei es drum. So, aktiviert. Und hier war doch auch irgendwo noch was zum Looten da. Spiegel der Dunkelheit. Und wieder ein Inferno-Golem. Und wir wissen ja mittlerweile, wie viele Erfahrungspunkte die bringen. Ich kann nicht. Mir fehlt das Mana. Fuck. Und weil dir das Mana fehlt, haben wir jetzt aufs Maul. Teil eines Feuergolems. Ich will ihn endlich zusammensetzen, meinen eigenen Feuergolem. Nur dafür mache ich diesen ganzen Kram. So. Jetzt können wir aber wirklich zurückkehren zum Karl. Ne, hier ist nichts weiter. Dann gehe ich jetzt eigentlich davon aus, dass wir hier nichts Großartiges mehr irgendwo sammeln können. Unsere Leute rennen zum Karl. Ja? Und der Gast ist als erster am Zielort, ey. Feuerzähmer und Aschewüter, der Kampf ist vorbei. Gor hat nicht nur Stärke gezeigt, indem er die in den weißen Roben vernichtet hat. Er zeigte auch Weisheit, indem er euren Häuptling davon überzeugt hat, diesen Kampf zu beenden, bevor noch mehr Orkblut vergossen worden wäre. Er hat euch ein Angebot gemacht und ihr habt es angenommen. Vorerst werden wir dem Bleichgesicht namens Tahar in seine Schlacht gegen die Heretiker in den weißen Roben folgen. Gegen jene, die Zarach und die Wächter verleugnen und unser Volk vernichten wollen. Danach wird unsere Armee die Täler Bargagors durchstreifen, wie kein anderer Stamm es je zuvor getan hat. Stärker als die Fleischfresser, stärker als die Mondhäute, stärker als die Schlammklauen. Ein Volk, vereint in Stärke und Weisheit. Die Menge, 4 Leute. Die Aschewüter und die Feuerzähmer vereint. Hätte nicht gedacht, dass ich diesen Tag erleben würde. Ihr klingt nicht sonderlich glücklich. Oh doch, das bin ich. Ich fühle mich nur eigenartig.
all das hier. Ich hätte mir nie vorstellen können, eines Tages ein Anführer zu sein. Ich habe nur getan, was nötig war. Und jetzt stehe ich hier. Tiago, ihr habt das verdient. Ich kenne das Gefühl. Das Gefühl kenne ich. Stimmt. Los, gehen wir zurück nach Mulandir. Dort können wir uns in Ruhe unterhalten, falls ihr es wünscht. Was haben wir denn für eine Belohnung erhalten? Ertüchtigung, ursprünglich gebaut und die körperlichen Kraft der Kammer. Später fand man aus, dass ja alle Eigenschaften hier des Kriegers erhöht. Man meint so, dass den Horizont deswegen erweitert, der ist nicht. Was heißt denn, was soll denn Ertüchtigung bedeuten? Dass er alle Eigenschaften jedweden des Kriegers erhöht. Wie kann ich zu Diensten sein? Ist das jetzt bezogen auf einen Attributspunkt oder worauf? Wir probieren es mal. Ja, ein Attributspunkt. Wie schön. Dann können wir ja mal Konstitution skillen. Konstitution bringt hier halt auch tatsächlich was, weil wir damit unsere Beharrlichkeit steigern. Was könnten wir denn theoretisch jetzt mal ausrüsten? Schon eine stärkere Rüstung. Verzauberter Plattenpanzer der Magie. 8, 9. Rüstung 9. Ja, hier müssen wir schon weiter nach oben gehen. Titanrüstung der Regeneration. Konstitution 10. Kommen wir vielleicht auch noch in, wer weiß. Auf jeden Fall ist das jetzt der richtige Moment, um den Bargagor zu verlassen. Und diesmal wahrscheinlich für immer. Mal sehen, was im Mulandir passieren wird. Auf jeden Fall müssen wir jetzt immer noch zu Aonies Klinge. Und wir müssen auch noch zurück zur Wildnis Iskandars. So. Feuerzähmer verstärkt. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Jetzt haben wir die auf jeden Fall auch noch verstärkt, damit das Ganze hier ein bisschen prunkvoller aussieht. Und hier brennen hohe Flammen. Die Flammen von Udun. Als nächstes wollte ich, glaube ich, mal wieder mit diesem Schaman reden. Wo ist er? Da. Ja. Was kann ich denn bei dem eigentlich nochmal kaufen? Tondai, Taha, benötigt ihr etwas? Nichts. Ich dachte, dass ich bei ihm auch diese Tränke kaufen kann. Kann ich aber offenbar nicht. Wir brauchen mehr Goblinfleisch, aber ich weiß nicht, wo ich Goblinfleisch noch herkriegen soll. Ja, wir holen uns gerade einfach mal ein bisschen Gold. Wie wir das schon oft getan haben. Ja, Schilde können wir auch noch verkaufen hier. Und dann gib mir mein Geld. 32.000. Nice. Ich kann mit niemandem reden soweit. Aber ich will jetzt, bevor irgendetwas passiert, wirklich mal nach Immerlicht. Und da sind wir. Fuß des Bargagor, also damit erledigt. Aonies Klinge würde als nächstes anstehen.
Das Interessante ist, das muss man offenbar gar nicht machen, denn das wird als Nebenquest angezeigt. Aber wir müssen auf jeden Fall Myra Utran wieder auf unsere Seite ziehen. Gehen jetzt mal nach Immerlicht. Mit wem ist eigentlich egal, ehrlich gesagt. Kinderspiel. Das wird schnell vorüber sein. Ja. Von den wenigen Flüchtlingen, die die Reise nach Immerlicht schaffen, sind viele darüber entsetzt, dass ihre Sorgen dort kein Ende finden. Obwohl es dem Stadtstaat durch seine Neutralität gelungen ist, während der Magierkriege unversehrt zu bleiben, hat er einen eigenen Berg an Problemen, die es zu bekämpfen gilt. Die drückendsten von ihnen sind die immer stärker klaffende Kluft zwischen Arm und Reich, ein nicht zu kontrollierendes Anwachsen von Verbrechen und das aggressive Werben der Reinheit des Lichts um neue Anhänger. Ja, wusste ich alles schon. Kam jetzt nicht überraschend für mich, war jetzt kein Plot-Twist oder so. So, wir wollen auf die Insel hier vorne. Sprecht. Und dann müssen wir hier oben hin. Stehen sich schon die Beine in den Bauch hier. Was für eine Schlange müsste hier herrschen, dass die nicht mal reinkommen. Oh ja, der Schneesturm ist jetzt krass. Worum geht's? Wahrscheinlich würden wir bei Rowan auch, wenn wir jetzt was skillen von den anderen Sachen hier, stärkere Zauber noch finden. Also beispielsweise Feuerball auf Stufe 3 oder sowas. Wäre jetzt wahrscheinlich deutlich stärker als die Feuernova. Der Kettenblitz könnte auch sehr geil sein. Na, sieh mal einer an. Aber wie es immer so ist, als eine neutrale und politische Vereinigung von Plätze. Magiern und Gelehrten waren die Mitglieder der Schöpfergilde in der Zauberleiste. Viel zu wenig Plätze. So, wo ist der da? Der Händler. Hm? Ja, wollt ihr handeln? Durchaus, ja. Trank der Ertüchtigung, Trank der Tüchtigkeit. Gold werfe ich dem jetzt in den Rachen. Ich muss mir ein bisschen was davon zurückholen. Irgendwie. Wir haben ja gar nicht mehr so viel irgendwie. Ich muss also vorsichtig sein, was ich hier verkaufe. 17.000 kriegen wir zurück. Danke. Ein gutes Angebot. So, Taha, du musst jetzt ein bisschen was trinken. So. Eins, zwei. Und noch ein paar Fähigkeitspunkte. Winde der Dunkelheit. Absorbiert anvisierte Leiche, um euch selbst zu heilen. Tilgung. Fügt einem einzelnen Ziel reinen Schaden zu, kostet Gesundheit anstelle von Fokus. Fügt einem einzelnen Ziel reinen Schaden zu und verursacht Blutung. Kostet Gesundheit anstelle von Fokus. Okay. Kostet Gesundheit anstelle von Nähe rein. Allen Feinden in der Nähe, Alter. Boah. Ich meine. Boah, das ist. Also, es ist schon. Das ist schon krass. Das ist wirklich schon krass. Das muss man sagen. Stärke, Willenskraft. Wir gehen auf Konstitution. So, jetzt können wir eventuell die Fluchrüstung tragen. Finde ich, glaube ich, besser als die Wächtersgunst. Das sieht episch aus. Das sieht auch episch aus, aber das sieht ja wohl episch aus, oder? Guckt euch diesen Kriegsfürst an.
Holy fucking moly, ey. Braucht er diesen Kram mit Lebenskraft überhaupt? Sowas wie Konstitution oder Intelligenz hier nicht besser? Was hat Uram denn? Fokus. Uram könnte Konstitution vertragen. Da kann er jetzt auch andere Helme benutzen. Warte mal eben. Das Ding ist besser. Jetzt passt es wieder nicht. Mann. Jetzt passt sein Outfit wieder nicht. Aber es ist besser. Was soll ich tun? Na, das ist nicht unbedingt besser. Abklingzeiten für Zauber um 20, wobei um 20% reduziert ist natürlich auch geil. Es lässt ihn außerdem gefährlicher wirken. Konstitution hat er jetzt hier und Intelligenz braucht er nicht. Rowan könnte Intelligenz gebrauchen. Du kriegst den Spiegel der Elemente. Angar ist auf jeden Fall auch ziemlich gut gepanzert. An sich könnte Uram welch das Gunst nehmen. Ja? Ja. Mehr machen wir jetzt hier erstmal nicht. Ich verstehe. Oh, wir müssen ihm nochmal wieder was anziehen hier. Feuernova. So, wir reisen zurück nach Immerlicht. Von den wenigen Flüchtlingen, die die Reise nach Immerlicht schaffen, sind viele darüber entsetzt, dass ihre Sorgen dort kein Ende finden. Obwohl es dem Stadtstaat durch seine Neutralität gelungen ist, während der Magierkriege unversehrt zu bleiben, hat er einen eigenen Berg an Problemen, die es zu bekämpfen gilt. Die drückendsten. So, von hier aus können wir nun auf die Weltkarte. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wir machen. Wobei müssen wir eigentlich gar nicht. Also ich würde schon sehr gerne reisen zu Aonias Klinge, damit wir jetzt auch die Menschen auf T3 bringen können. Das wäre mir schon sehr lieb. Wir können ja hier am Fortschrittsbild jetzt halt sehen, dass wir bei den Menschen ziemlich hinterherhinken. Hier haben wir jetzt alles bis auf eine Einheit freigespielt. Auch die Forschung sind wir da sehr weit. Hier fehlt noch eine wichtige Forschung bei den Orks. Gebäude sind wir aber an sich soweit und es fehlen auch noch Einheitenforschung, auf jeden Fall eine ganze Menge. Wobei wir da schon ganz gut dabei sind. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt hier nach Aonias Klinge. Und holen uns die Unterstützung der Menschen. Hier haben wir Angar Arandir schon gesetzt. Dann eben hatten wir Undergast, dann würde ich jetzt sagen, wir nehmen wir Rowan dazu oder Uram. Sie werden brennen. Wir nehmen Uram und Iria noch dazu. Damit wir auf jeden Fall wenigstens eine Heilung haben. Komisch, dass hier jetzt der Text nicht vorgelesen wird. Also manchmal versteht man es nicht.